Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Amazon Echo. Es geht um spannende Tipps und Tricks und die aktuellsten News aus der Rubrik Alexa. Ihr wisst ja, mehrfach die Woche präsentiere ich euch alles Neue rund um den Amazon Echo und natürlich auch aus der Smart Home und Technikwelt. Und diesmal geht es um ein Thema aus gegebenem Anlass, was viele von euch interessiert hat und worauf ich unglaublich gerne auch etwas tiefer eingehen möchte. Es geht um das Thema Antworten vom Amazon Echo. Wir haben ja in dem letzten großen Video zum Amazon Echo einmal das Thema Alexa Answers sozusagen besprochen. Das ist das neueste Programm, nochmal kurz zusammengefasst für alle, die das Video nicht gesehen haben, in dem Amazon sozusagen jetzt so langsam eine Community auch in Deutschland eröffnet, in der Antworten verbessert werden können, in der der Wissensfundus vom Amazon Echo erweitert werden kann. Allerdings ist diese Community derzeit nur begrenzt freigeschaltet, nur an ausgewählte Nutzer, soll natürlich noch erweitert werden, weshalb sich viele von euch die Frage gestellt haben, geht es überhaupt schon derzeit, dass man Antworten vom Amazon Echo manipulieren oder verbessern kann? Und da gibt es eine ganz klare Antwort. Ja, die gibt es, nämlich genau zwei Möglichkeiten und die schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Zunächst einmal ist euch vielleicht schon ab und zu aufgefallen, dass gerade wenn man Alexa nach irgendetwas Speziellem suchen lässt, dass dort teilweise Antworten rauskommen, die vielleicht etwas fern der Realität liegen oder schlichtweg einfach falsch sind. Sollte euch so etwas mal aufgefallen sein, habt ihr immer die Möglichkeit, den Amazon Echo zu korrigieren. Und zwar hat Amazon dort etwas Verstecktes eingebaut, das gibt es schon seit einiger Zeit, was sozusagen die Rubrik bedient, das war falsch. Und genauso hat es Amazon auch genannt. Das heißt, wenn euer Amazon Echo mal eine Antwort liefert, welche einfach komplett falsch ist, dann dürft ihr gerne danach direkt sagen, Alexa, das war falsch. Und dann wird sie euch antworten, das habe ich weitergeleitet, vielen Dank. Und damit wird das Ganze sozusagen direkt an Amazon, an den Support weitergeleitet und kann dort gegebenenfalls bearbeitet werden. Zugegebenermaßen, das Ganze ist ein sehr undurchsichtiger Prozess, da würde ich mir persönlich auch mehr Transparenz wünschen. Man hat dann natürlich so ein bisschen die Ungewissheit, na, wird es jetzt korrigiert oder nicht, weiß auch nicht, wann wird es korrigiert und es kommt auch keine direkte Rückfrage und das fände ich in diesem Fall viel, viel wichtiger, nach dem Motto, wie heißt es denn richtig? Sondern man sagt einfach nur, es ist falsch und dann wird das dementsprechend als gemeldet sozusagen gekennzeichnet und an Amazon weitergeleitet. Ich habe das schon oftmals ausprobiert und zu meinem Erschrecken direkt am Anfang festgestellt, das geht direkt zu Amazon und man bekommt darüber wirklich gar kein Feedback, weshalb ich natürlich auch in einem Video wie diesem nicht unnötigerweise Sachen melden möchte, die ihm echt richtig sind. Es ist teilweise wirklich sehr, sehr kompliziert. Ich würde euch auch bitten, natürlich zum Schutz der Amazon Echo Community, meldet wirklich nur Antworten, die komplett falsch sind. Sonst glaube ich, nimmt Amazon dieses Feature irgendwann komplett weg. Ein anderer Grund oder eine andere Möglichkeit, dass man den Amazon Echo korrigieren kann, dass man sagen kann, Alexa, sag bitte jetzt etwas anderes, sind dann die altbewährten Routinen. Hier könnt ihr in der Amazon Echo App super Routinen erstellen und könnt euch dann quasi eure Wunschantworten auf bestimmte Sachen manipulieren und könnt sie dementsprechend auch definieren. Allerdings muss ich auch hier wirklich sagen, das ist natürlich etwas begrenzt, zumal es nur für die eigene Nutzung bestimmt ist. Das heißt, ihr helft damit natürlich nicht der kompletten Community, sondern ihr könnt das nur für euch einstellen. Sei es drum, es ist definitiv ein sehr, sehr cooles Feature, gerade wenn man natürlich merkt, man hat gewisse Routinen, die einfach immer wieder ablaufen und die einfach der Amazon Echo nicht versteht, könnt ihr hier in der Rubrik die perfekte Antwort, die perfekte Handlung eventuell auch dann direkt definieren, sodass mit einem bestimmten Sprachbefehl auch eure gewünschte Handlung ausgeführt oder eure gewünschte Antwort geliefert wird. Wie heißt mein YouTube-Kanal? Feldflofel.
Das sind die zwei derzeitigen Optionen, die es schon für die breite Community gibt. Wenn ihr feststellt, es ist einfach etwas verkehrt oder es soll etwas ganz anderes passieren, könnt ihr damit wirklich auch schon etwas bewirken beim Amazon Echo. Und wie gesagt, in den nächsten Monaten wird auch die Alexa Answers Rubrik endlich weiter freigeschaltet. Das heißt, sie wird definitiv schlauer werden dadurch und wir dürfen uns auf viele, viele neue Features freuen. Ich freue mich auch darauf. Ich halte euch natürlich wie immer hier auf meinem Kanal auf dem Laufenden, wenn es um die aktuellen News aus der Amazon Echo Welt geht. Deswegen lasst definitiv ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr und vor allen Dingen seid ihr auch immer mit dabei, wenn es um alle News, Reviews, Tests aus der Smart Home und Technik Welt gibt. Mehrfach die Woche gibt es neue Videos von mir. Ich freue mich unfassbar drauf. In den nächsten Wochen und vor allen Dingen auch schon in den nächsten Tagen gibt es sehr, sehr coole neue Produktvorstellungen aus der Smart Home und Technik Welt. Unter anderem widme ich mich auch endlich mal dem Thema Ring. Habe ich mich ja jetzt lang genug im Prinzip in der Testphase befunden für euch. Die Produkte gucken wir uns alle genau an, die neuesten Produkte von Ring. Deswegen auch da verpasst ihr dann dementsprechend nichts mehr. Bis dahin freue ich mich auf das nächste Video mit euch und wünsche euch viel, viel Spaß mit der Technik. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin, schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.